Yep, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute mal um die Sleeping Giant. Und die Sleeping Giant ist eine legendäre SMG hergestellt von Dahl und diese findet ihr auf Promethea in dem Gebiet Lectra statt von dem Gegner One Punch. Und um zu One Punch hinzukommen, müsst ihr vorne am Spawnpunkt starten. Dann lauft ihr einfach hier vorne die Straße entlang, biegt dann einmal hier vorne rechts ab und geht diese kleine Treppe nach oben. Denn hier vorne befindet sich ein kleiner Spawnpunkt. Das ist nicht unbedingt der kürzeste Spawnpunkt, aber er ist auch nicht sehr weit entfernt von One Punch. Aber das Gute an diesem Spawnpunkt ist halt, dass man auch auf dem Weg gleich US Mac Enforcer noch mitfahren kann. Somit könnt ihr dann halt gleich zwei legendäre Items oder halt zwei Gegner, die legendäre Items droppen, auf einmal farmen. Mit einem relativ kurzen Weg. Ihr müsst dann einfach nur hier vorne entlang latschen. Dann müsst ihr hier vorne in die U-Bahn reinspringen. Einfach die Treppen nach unten springen. Ihr könnt die Gegner am besten einfach komplett ignorieren, wenn ihr die Waffen nur farmen möchtet. Und wenn ihr dann hier vorne links um die Ecke geht, dann befindet sich hier vorne auch US Mac Enforcer, der mittlerweile eigentlich jedes Mal zu Hause ist. Den könnt ihr dann gleich mitnehmen, um bei ihm auch noch ein bisschen zu farmen. Und wenn ihr ein kleines Stückchen weiterlauft, dann befindet sich hier vorne auf der rechten Seite so ein kleiner Gang. Und da befindet sich auch eine Tür mit einem Schalterrätsel. Und wenn ihr das Schalterrätsel richtig löst, dann taucht halt One Punch auf, der halt unter anderem auch die Sleeping Giant droppt. Und das Schalterrätsel ist eigentlich relativ easy. Ihr müsst einfach nur diesen Schalter hier vorne ziehen. Dann müsst ihr ihn nochmal ziehen. Dann dreht ihr einmal an dem Rädchen hier vorne. Und schon geht die Tür da hinten auf. Und One Punch kommt nach draußen. Und der droppt, wie gesagt, halt unter anderem auch die Sleeping Giant. Und die habe ich natürlich jetzt schon im Inventar. Und die gucken wir jetzt einmal zusammen an. So, und in meinem Fall ist es jetzt diese hier, eine gesalbte Level 53er Searing Sleeping Giant mit einem Schaden von 564, einer Zielgenauigkeit von 75%, einer Handhabung von 59%, einer Nachladezeit von 2,1 Sekunden, einer Feuerrate von 12,1 und eine Magazingröße von 18. Und das rote Deck steht hier, ein unendlicher Pfad mit wahrem Talent gebahnt. Meine hat plus 21% Waffenfeuerrate, 2,2 und vierfachen Waffenzoom, ist äußerst effektiv gegen Fleisch, da dieser halt das Feuerelement hat und ist in meiner Version halt wie gesagt gesalbt. Und was die Sleeping Giant so kann, gucken wir uns jetzt direkt einmal an. So, die Sleeping Giant kann eigentlich mit relativ vielen Elementen gedroppt werden, außer mit dem Strahlungs- und dem Kryo-Element. Meine hat jetzt in meinem Fall das Feuerelement und wollt ihr die Waffe halt für spezielle Einsätze haben mit einem speziellen Element, dann könnte diese halt auch spezifisch bei dem Gegner One Punch farmen. Und diese Waffe hat auch zwei verschiedene Feuermodi, und zwar einmal hat sie hier halt den Feuerstoßmodus und da kann man nochmal umwechseln auf den Vollautomatikmodus, der wie ich finde ein bisschen mehr Sinn macht, denn die Waffe verzieht nicht so krass wie halt andere Waffen. Natürlich zieht sie auch ein bisschen nach oben, das heißt bei weiter entfernten Gegnern sollte man da ein bisschen drauf achten, aber insgesamt kann man schon sagen, ist dieses Ding schon ziemlich zielsicher. Und die Waffe hat auch wieder einen relativ coolen Bonuseffekt, wie ich finde, der so ein bisschen an die Lucky 7 aus dem DLC erinnert. Und zwar ist es so, dass wenn man das Magazin nachlädt, dann bekommt man halt für das nächste Magazin einen Bonuseffekt. Und dieser Bonuseffekt kann verschieden auftauchen. Das heißt, er kann zum Beispiel, wie man auch auf der Waffenkarte sehen kann, entweder einen Bonus-Schaden verursachen, eine Bonus-Zielgenauigkeit, eine Bonus-Handhabung, eine schnellere Nachladezeit, eine bessere Feuerrate oder halt einen höheren kritischen Trefferschaden. Und ich bin jetzt gerade zwar nur auf dem Chaos-Modus 2 unterwegs, aber man kann, glaube ich, schon ganz gut erkennen, dass man mit der Waffe relativ guten Schaden machen kann. Zumindest bei kleineren Gegnern. Auch bei größeren Gegnern kann das Ding guten Schaden machen. Es kommt da natürlich immer ganz drauf an, mit welchem Bild ihr unterwegs seid, welche Ausrüstung ihr generell in eurem Inventar oder ausgerüstet habt und so weiter. Aber die Sleeping Giant ist zumindest meiner Meinung nach schon eine relativ gute Waffe, mit der man auch unter anderem auf Chaos-Modus 4 brauchbaren Schaden machen kann. Ist natürlich alles ein bisschen random, welche Bonuseffekte man hat, aber auch diese Bonuseffekte können teilweise auch gestackt werden, also kann es halt sein, dass ihr zwei von diesen Bonuseffekten zur gleichen Zeit habt. Aber ich würde mal sagen, ihr könnt die Sleeping Giant ja am besten selbst ausprobieren, ihr wisst jetzt selbst, wo man die bekommen kann und damit würde ich mal sagen, war es das auch schon wieder mit dem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder gerne mal ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!